Ja, es wird alles immer absurder und immer entsetzlicher. Ja, ich muss als erstes dazu sagen, als naturwissenschaftlicher Denker bin ich selbstverständlich dafür offen, dass, wenn sich herausstellen sollte und bewiesen werden würde, dass Corona wirklich ein gefährliches Virus ist, das also deutlich gefährlicher ist als das Grippevirus ist, dafür bin ich selbstverständlich offen. Aber warum null Beweise und immer nur anekdotisches Getue, wobei jeder Mensch doch weiß, dass man Fernsehbilder so machen kann, dass sie alles aussagen oder nichts aussagen. Ja, also deswegen fangen wir direkt an. Also in Schweden, ja, Greta Thunberg zum Beispiel, die sehen, in Schweden geht das alles locker zu. Da hat sich ja Greta Thunberg selber in Quarantäne begeben, als sie den Eindruck hatte, vielleicht von dem Virus betroffen zu sein. Ja. Und in Schweden, da läuft der Großteil des Lebens ganz normal weiter und auch ein Teil der Wirtschaft läuft weiter und so weiter. Und eigentlich müssten sich doch jetzt die Leichenberge in Schweden stapeln. Wo sind die, bitteschön? Ja, also das muss doch möglich sein, da jetzt Daten zu bekommen. Außerdem soll auch in Florida der Bär tanzen. Da sollen sogar die Strände noch offen sein und so weiter. Ja, wo sind denn jetzt die speziellen Florida-Leichenberge? Das wäre doch so einfach, jetzt ganz klar zu gucken, hier, liebes Schweden, bitte bringt uns eure staatlichen Sterbestatistiken der letzten Wochen. Ja, jetzt müssten ja dort wahnsinnig schnell wahnsinnig viele Leute gestorben sein. Ja, wo Schweden fast überhaupt nicht seine Wirtschaft schädigt, sozusagen. Schwedens Wirtschaft wird geschädigt durch den Rest der Welt, der jetzt sozusagen seine eigene Wirtschaft schädigt und die schwedische Wirtschaft mit, ne? Aber ja, also bitte, und es kann doch nicht so schwer sein, von Florida jetzt knallharte Zahlen zu bekommen. Die müssten doch jetzt wegen den offenen Stränden und wegen der ganzen lockeren Umgehensweise, müssten die doch jetzt in den Statistiken hochschnellende Sterbezahlen haben, die weit über den Sterbezahlen des gleichen Vorjahreszeitraumes oder Vorvorjahreszeitraums, also verglichen mit den letzten 5 Jahren, müssten doch jetzt da riesige Sterbeberge sich in den Staatsstatistiken sich zeigen, ja? Ja? Und dann wird im ZDF heute ganz klar gesagt, ja, man bräuchte doch eigentlich unbedingt, hätte man doch repräsentative Bürgerstichproben machen müssen, 5.000 Leute und so weiter. Für lächerliche, noch nicht mal 2 Millionen Euro hätte man so Studien bekommen und lass es sie 100 € kosten, solche Studien. Ich kann doch nicht die Wirtschaft stilllegen und einen hunderte von Milliarden Euro Schäden provozieren und Massenarbeitslose riskieren und so weiter. Und wenn ich für 100 Millionen Euro Massen an repräsentativen Untersuchungen bekommen hätte, wenn man da auch noch genau berücksichtigt hätte, wie ungenau und unzuverlässig die Tests sind, hätte man dann wenigstens einigermaßen harte Daten gekriegt, ob denn wirklich in diesen repräsentativen Bürgerstichproben wirklich da plötzlich die Sterbezahlen viel höher liegen als sozusagen vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, vor 5 Jahren. Ja, also das ist doch eine Kleinigkeit. Mit lächerlichen 100 Millionen Euro hätte man Massen solcher Studien finanzieren können. Stattdessen zeigt man sich der Industrie und der Medizinindustrie absolut hörig. Man scheint ja die Regierung an das Robert-Koch-Institut übergeben zu haben, die von Statistik offensichtlich null Ahnung haben, überhaupt keine naturwissenschaftliche Grundausbildung haben und das ganze Land regieren und in wirtschaftlich total ruinieren. Ja, und ja, und
dabei, wo sind die harten Daten? Ich, wie gesagt, ich bin ja total offen dafür, aber anekdotisch nur irgendwie irgendwelche Behauptungen, irgendwo sei es schlimm und irgendwelche Bilder, die vielleicht gestellt sind, damit es schlimm aussieht und so weiter, ja. Also, und vielleicht will Trump sich jetzt in den USA als der Held präsentieren und so weiter und so seine Wahl gewinnen. Vielleicht haben die Leute so beraten, das muss doch, und das dann vielleicht sorgt er jetzt auch dafür, dass entsprechende Bilder entstehen und so weiter. Ja, aber das wäre doch so einfach, Schweden um die knallharten Sterbezahlen zu bitten. Ja, jeder Tote wird doch garantiert in Schweden der Staatsstatistik gemeldet. Und das wahrscheinlich eine Stunde nach seinem Tod. Und in Florida genauso. Und wo sind da jetzt die Zahlen? Ja, also, und wo sind diese für lächerliche 100 Millionen Euro zu kriegenden Sterbestatistiken? Ja, also repräsentativen Studien. Ja, und warum hat man die nicht von Anfang an gemacht, sondern hat sich gleich zur Dienstmarkt sozusagen der Medizinindustrie und der Pharmaindustrie gemacht und denen den Weg zu Milliarden an Gewinnen bereitet, ohne auch nur das geringste Fragezeichen zu stellen. Wenn jetzt Schweden und Florida weitermachen mit ihrem sanften Weg und die keine erhöhten Sterbestatistiken haben, dann kann das ja für die Regierung total in die Hose gehen. Denn wenn sich das dann rumspricht, dann bedeutet das, dass die deutsche Regierung Deutschland ohne Grund ruiniert hat, ne? Und schwersten Schaden zugefügt hat. Ja, also dann, was steht hier noch? In Deutschland wird alles kaputt gemacht, um aus Frankreich und Italien jetzt Leute einzufliegen. Da werden in Berlin wird eine ganze Messehalle in ein Notlager gestellt, aber dabei haben die Krankenhäuser noch riesige Kapazitäten. Anstatt dass man jetzt die Sachen lockert, damit wenigstens mal die deutschen Krankenhäuser ausgelastet sind und nicht, um Geld zu verdienen, sich Leute aus Italien und Frankreich einfliegen lassen müssen, sozusagen. Und da sagt der Arzt auch in dem ZDF heute noch ganz klar, wir haben auch jetzt noch freie Kapazitäten, auch nachdem wir aus Frankreich und Italien die Leute aufgenommen haben. Das bedeutet doch, dass wenn man jetzt die Maßnahmen etwas lockern würde, dann hätten wenigstens die Krankenhäuser genug zu verdienen und genügend Auslastung. Ja? Abgesehen von der Tatsache eben, was dann die Leute tötet, das wurde wenigstens heute auch mal zum ersten Mal einigermaßen offen ausgesprochen, dass es um die Frage geht, ob die Leute mit dem Virus gestorben sind und gleichzeitig 5 anderen schweren Krankheiten und also eigentlich höchstens dann zu einem Sechstel an dem Virus gestorben sind und eigentlich gar nicht gezählt werden dürfen, sondern nur zu einem Sechstel gezählt werden dürften und so weiter. Dass das also völlig unklar noch ist, wurde heute wenigstens mal in der ZDF-Heute-Sendung zugegeben. Also man wird ja langsam etwas vernünftiger, ja. Also, aber da wird also gesagt, wir haben jetzt noch freie Kapazitäten, aber dennoch einfach die Wirtschaft schädigen, ja, also das ist der Wahnsinn, ja, so, dann geht's weiter hier, das Einzige, was mir natürlich als naturwissenschaftlichen Denker gefällt, ist, dass jetzt eben endlich dieses blöde Händeschütteln, dieses Virenübertragungshändeschütteln aufhört, ja, und dass man ein bisschen Abstand hält, denn auch für jemanden mit einem starken Immunsystem ist es immer ein Risiko von jemandem, der durch Ernährung und so weiter so krank geworden ist, dass er zu einer riesigen Virenschleuder oder Bakterienschleuder geworden ist. Also wir müssen uns das so vorstellen. In der Natur begegnet ja jemand mit einem starken Immunsystem immer nur Leuten mit einem starken Immunsystem. Ja, ja. Und aber jetzt weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Jetzt muss ich noch mal schauen. Sekunde, ich muss kurz mal unterbrechen. Ja, also, das heißt also,
Das Einzige, was also wirklich dann das Problem ist, ein gesunder Mensch mit einem starken Immunsystem begegnet ja in der Natur nur anderen Menschen mit auch gesundem Lebensstil und starken Immunsystem und kriegt also nie auf einmal riesige Dosen an Viren und Bakterien ab. Aber da hier ja durch unsere krankmachende Ernährung viele Leute so schwache Immunsysteme haben und so stark sozusagen angefüllt sind mit Viren und Bakterien, dadurch ist das Händeschütteln natürlich 10-mal gefährlicher, weil dann solche Leute gleich riesige Massen von Viren und Bakterien rüberreichen per Handschlag sozusagen. Und das kann auch ein gesundes Immunsystem überfordern. Und deswegen begrüße ich ja an sich diese Tendenz, jetzt endlich mal ein bisschen auf Abstand zu gehen und endlich aufzuhören mit dem Händeschütteln, ja, also mit dem Erreger überreichen per Handschlag, ja, dass das aufhört, das ist ja sinnvoll. Ja, denn wie gesagt, viele Menschen sind ja hier in der sozialen Marktwirtschaft so kränklich, dass sie regelrechte Virusbomben und Bakterienbomben sind. Ja, und da ist es dann gut, wenn man Abstand hält. Ne? Ja, dann Mausfeld sagt eine gute Sache: Meinungen sind keine Argumente, da hat er vollkommen recht, und dazu muss ich jetzt ergänzen, zur ZDF-Sendung passend, Anekdoten sind eben auch keine Argumente und vor allem sind Anekdoten keine naturwissenschaftlichen Beweisführungen. Ja? Also das heißt, das hat er richtig erkannt, aber ansonsten muss ich leider sagen, dass zwar Mausfeld, Professor Mausfeld, das war eine unterhaltsame Comedy-Psycho-Show, präsentiert, aber eigentlich ohne überhaupt etwas Bedeutsames zu sagen. Das habe ich ja schon oft genug kritisiert, dass er also sozusagen eigentlich unsere Milliardärskönige, die Reichen, unsachlich angreift und so angreift wie Karl Marx. Aber eigentlich hat er keine Lösung, keine Idee. Er erkennt natürlich richtig, dass die Situation so ist, wie sie ist, aber ja, wie gesagt, das ist eigentlich nur Zeitvergeudung. Ne? Also, tschüssi, und ich hoffe, dass bald mal entweder jetzt mal schleunigst diese lächerlich billigen repräsentativen Stichproben gemacht werden, um mal harte Daten zu bekommen oder zu aussagekräftige Daten zu bekommen, und dass man mal von Florida und Schweden Statistiken heranzieht, um ganz klar mal Daten zu kriegen, ob Deutschland nicht völlig unnötig Milliarden Schäden der Wirtschaft zugefügt hat und riesige Gewinne der Pharma- und Medizinindustrie. Und ich hoffe, dass man auch von dem Plan abrückt, das große Geschäft mit der Impfung noch machen zu lassen, sondern dass man wenn nämlich die Daten nicht kommen, dann sollte man am 19. April schleunigst aufhören mit all diesen Maßnahmen und sich erstmal ein Beispiel an Schweden und Florida nehmen. Ne? Also, tschüssi.